Bis November müssen am Eichplatz neue Trassen für Strom, Gas und Trinkwasserleitung und IT-Kabel gebaut werden. Außerdem muss eine Fernwärmeleitung verlegt werden, die derzeit noch direkt unter dem Eichplatz entlangführt. All das sind vorbereitende Arbeiten für die ab 2023 geplante Bebauung des Eichplatzes. Die ersten Arbeiten zum Freimachen des Baufeldes sind Anfang der Woche gestartet. Im Moment treffen wir seit Montag die Vorbereitungen für den weiteren Kanalbau in der Kollegengasse. Wir haben ja letztes Jahr hier schon einen Großteil an Kanal verlegt und müssen jetzt noch die letzten 25 Meter in der Kollegengasse verlegen. Wenn das erledigt ist, schwenken wir rum und gehen hier an der neuen Mitte an der Fassade entlang, um dort auch noch einen Chaussee-Kanal zu verlegen. Die Arbeiten hier sind vorbereitend für die spätere Eichplatzbebauung, um die Entwässerungssituation neu zu sortieren. Im Rahmen der Bauarbeiten ist mit Teilsperrungen zu rechnen. Informationen über die weiteren Bauabschnitte und Bauzeiten gibt es unter www.stadtwerke-jena-netze.de. Die Zufahrt zum Eichplatz-Parkplatz ist über die Rampe vom Nonnenplan kommend nur teilweise befahrbar. Grund ist die Baustellenausfahrt an dieser Stelle. Das Parkhaus am Jentower bleibt aber zugänglich. Die Kollegiengasse ist voraussichtlich bis Anfang April gesperrt.